Eine Person war kurzfristig verhindert, Herr Stefan Rammler, der wissenschaftliche Direktor vom ICT, kann leider nicht an unserer Runde teilnehmen. Das ist zur Information, dass eine Person fehlt, aber ich denke, die Runde, die ist genau groß genug und kompetent genug, dass wir das Thema ganz hervorragend bereden können. Ich möchte Sie gerne vorstellen. Frau Hannig kennen Sie ja schon. Links von Ihnen aus gesehen rechts. Frau Konstanze Kurz, Sprecherin des Chaos Computer Clubs und begleitet bei aller Technikbegeisterung die Digitalisierung kritisch und ist ja auch schon sehr bekannt mit ihrem Namen. Ganz links außen Frau Meyer-Göpel, Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderung. Obwohl ich selber als Journalist tätig bin und mit dem Institut viel zu tun habe, muss ich das immer ablesen, diesen langen Namen. Frau Göpel ist auch Honorarprofessorin der auf Nachhaltigkeit spezialisierten Leuphana Universität Lüneburg und ich glaube, das darf ich sagen, eine der bekanntesten Nachhaltigkeitsstimmen, die wir derzeit in der Bundesrepublik haben, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, diese Einschätzung darf man treffen. Dann Herrn Andreas Kröling, zu meiner Rechten, Ihrer Linken. Den englischen Titel Ihrer Funktion, das ist sehr schwierig. Ich würde sagen, seit einigen Jahren sind Sie der oberste Nachhaltigkeitsverantwortliche über der Deutschen Telekom. Und dann haben wir vom Öko-Institut Herrn Karl-Otto Gensch, Leiter des Institutsbereichs Produkte und Stoffströme am Öko-Institut. Genau, unsere Runde. Die erste Frage würde ich gern an Frau Kurz richten. Und zwar, da wollte ich meinen Eingangsgedanken ein bisschen aufgreifen. Wir haben jetzt erlebt, dass bei Porsche zwar mehrere halben Tag lang die Produktion ausgefallen ist. Genau, und dauernd geht was kaputt bei der schönen neuen Technik. Ist diese Digitalisierung vielleicht doch ein gewisser Fake, weil die Technik ist nur so gut, diese Digitalisierungstechnik, wie die Programmierer sind, oder sitzen wir da im Irrtum auf? Also ist es letztlich doch eine menschlich fehlerhafte Technik, Digitalisierung, mit der wir uns gegenübersehen? Wie würden Sie das sehen? Sie haben ja so ein konkretes Beispiel gebracht, Porsche, und da reden wir über Schadsoftware. Da hat jemand mit Absicht eine Schadsoftware erstellt. Dahinter steckt ein ökonomisches Interesse. Dahinter steckt natürlich auch ein gewisses Kompetenzniveau, was diejenigen, die die Softwaresysteme dort erstellt haben, nicht erreicht haben. Aber das ist ein komplexes technisches und wirtschaftliches Problem. Ganz sicher kann man das nicht dem Programmierer, den es in der Regel für diese komplexen Systeme ja sowieso nicht gibt, sondern sind ja Gruppen, die arbeitsteilig zusammenarbeiten, nicht anrechnen, sondern eher den Anreizen, die wirtschaftlicher Natur sind, die dahinter stecken. Wir leben in einer Zeit, das hat sich in den letzten 10 Jahren etabliert, wo aus diesen Sicherheitslücken ein Markt entstanden ist. Und den finanzieren wir im Regelfall selbst. Ein großer Teil dieses Marktes wird von verschiedenen Staaten mit Steuergeldern subventioniert. Also dass wir diese ganze Problematik, dass wir unsere gesamte Digitalisierung auf einem absolut brüchigen Fundament bauen, haben wir uns auch noch selber zuzuschreiben, weil sozusagen der Markt, der mit diesen Sicherheitslücken handelt, vor allen Dingen bei den Produkten im Softwarebereich, die sehr häufig benutzt worden sind, den füttern wir quasi selbst. Also als ich mal anfing, Informatik zu studieren, da war das ein bisschen anders. Ja, da hat man noch darüber debattiert, wie man einem Hersteller eine Sicherheitslücke sagt. Da ging es noch nicht um Geld, aber mittlerweile ist das ein Markt, der funktioniert wie ein Markt. Und insofern, also ich kann kein Ja oder Nein auf Ihre Frage antworten, sondern nur, dass ein Zustand ist, der nicht so bleiben darf. Weil wenn wir ernsthaft auch nachhaltige Technik bauen wollen, dann bauen wir die auch auf diesem Fundament. Und das ist natürlich kein Zustand, den ich wünschenswert finde. Das ist ja sehr schön, wenn es auf Fragen nicht eindeutige Ja-Nein-Antworten gibt. Das ist eine sehr positive Geschichte. Die nächste Frage würde ich gerne an Frau Göpel richten. Wenn ich Ihre Veröffentlichung und Ihre Statements richtig interpretiere, sehen Sie ja eher die positive, innovative Seite. Ich denke, Sie wollen, dass
einen Vorteil für die Gesellschaft herausholen, was sich durch Digitalisierung und moderne Technik, Innovation ergibt. Hat sich Ihre Haltung da in der letzten Zeit verändert? Auch wenn Frau Kurz jetzt sagt, dass wir auf einem relativ brüchigen Fundament dort agieren, dass also die Digitalisierung, dass wir uns auf einer schwankenden Brücke bewegen, oder würden Sie noch sagen, das ist eine große Chance, die wir wahrnehmen müssen und nur gestalten müssen? Also ich glaube, bei uns war genau der Befund ja eigentlich auch in dem großen Gutachten, dass es eine Sowohl-als-auch-Frage ist. Ne? Also es gibt neue Potenziale, um Dinge tatsächlich anders zu tun, aber erstens, mehr Technik ist überhaupt nicht notwendigerweise ein besseres Ergebnis und vor allem die Frage immer zu stellen, wofür setzen wir wirklich Technik ein? Also einer der Sätze, der, glaube ich, sehr eingängig für diese Frage ist, also wenn Sie eine neue, wirklich kraftvolle Technologie haben, um X zu erreichen, dann sollten Sie X vielleicht auch mal definieren. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo wir uns in den letzten 2 Jahren im öffentlichen Diskurs jetzt leichter tun. Wir haben am WBGU am Anfang, als wir angefangen haben zu schreiben, gedacht, wie machen wir das jetzt? Das nicht gleich, wenn wir kritisch sind. Das wieder heißt ja, die Ökos, die Technikfeinde, die haben ja wieder nicht kapiert, dass das jetzt ganz wichtig ist und wir endlich die Welt retten können, aber trotzdem eben benennen dürfen, wo wir das Gefühl haben, und der Begriff der Brandbeschleunigung steht ja durchaus drin, auch in der Einleitung in dem Kapitel, eben auch kritisch darauf hinweisen zu können, wo es eben nicht die Versprechen hält, die ja gerade von den Protagonisten, die davon sehr profitieren, immer wieder nach vorne getragen werden. Und deshalb eben diese Frage von, für welche Ziele wird sie eigentlich eingesetzt, tatsächlich gesellschaftlich auch auszuhandeln. Und deshalb sagen, es ist ein gesellschaftlicher Prozess und eben nicht einfach nur eine Technologierevolution. Und vor allem sollte sie nicht an alten Parametern, wie jetzt Wettbewerbsfähigkeit, Innovation oder Produktivität, die völlig neutral sind im Sinne aller qualitativen, normativen Orientierung Richtung Nachhaltigkeit, ausgerichtet werden. Und das ist ja ein Teil von dem Befund, den wir haben. Wo es sicherlich immer in der Nische, und die Transformationsforschung redet ja viel von den Pionieren, die versuchen, die Dinge abweichend von dem nicht nachhaltigen Mainstream zu machen, auch die neuen Technologien exakt für diese Möglichkeiten nutzen. Aber im Großen und im Ganzen, da müssen wir uns auch nicht wundern, wenn wir die Rahmenbedingungen nicht Richtung Nachhaltigkeit setzen, dann kann auch eine neue Technologie nicht Magic Nachhaltigkeit hinten rausholen. Und das ist, glaube ich, vielleicht in einem Satz zusammengefasst, das, womit dem Gutachten wir gelandet sind und haben dann in vielen einzelnen Bereichen, aber natürlich rauskitzeln versucht, wo könnte es ein Potenzial geben, aber wo müssen wir auch drauf gucken, damit es eben genau nicht diese Brandbeschleunigung vorantreibt. Ja, vielen Dank. Da haben Sie mir schon ein sehr schönes Stichwort für Herrn Kröling gegeben. Und zwar, die Telekom führt ja jetzt die 5G-Technologie ein. Das machen Sie jetzt nicht aus Gründen der Wettbewerbsfähigkeit, die Frau Göpe gerade angesprochen hat, sondern das machen Sie, weil Sie da ein höheres Ziel haben und Menschen beglücken wollen und da ein anderes Ziel haben. Also Wettbewerbsfähigkeit ist es jetzt nicht mit 5G. Oder wie sehen Sie das Verhältnis von so einer neuen Technik mit Nachhaltigkeit? Also ich glaube, dass Digitalisierung und 5G und Wettbewerbsfähigkeit schon auch was miteinander zu tun haben. Aber grundsätzlich ist es natürlich richtig, und das ist, glaube ich, auch in der Industrie angekommen, dass Digitalisierung alleine die Probleme nicht lösen kann. Also es gibt jetzt eine Studie auch zu den Auswirkungen von Digitalisierung und digitalen Techniken der Informations- und Kommunikationstechnologien, Digital with Purpose, und die ist jetzt im September veröffentlicht worden von Jesse, der Global Enabling Sustainability Initiative, und da heißt es ganz klar, Digitalization by itself does not deliver impact, also die Digitalisierung alleine wird es nicht richten. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir sie brauchen und dass sie viele Chancen bietet, genauso wie technologische Entwicklungen auch in der Vergangenheit dazu beigetragen haben, dass es uns historisch gesehen insgesamt sehr, sehr gut geht auf der Welt, auch wenn es natürlich immer noch sehr, sehr viele Probleme gibt. Aber also Themen wie Lebenserwartung, die ist gestiegen, die Kindersterblichkeit ist zurückgegangen, die Bildung hat zugenommen, das muss man halt auch alles sehen. Sicher, es ist nicht perfekt und wir müssen noch viel tun, und es gibt zahlreiche Herausforderungen. Es gibt immer noch über 800 Millionen Menschen, die in Armut leben, beispielsweise in absoluter Armut. Und es gibt den Klimawandel, es gibt die Umweltprobleme, es gibt das Artensterben, das gibt es alles auch. Aber unsere Technologien, die können da auch sehr, sehr viel tun. Und 5G ermöglicht eben auch teilweise Technologien und Anwendungen, die helfen können. Und als Unternehmen wollen wir natürlich davon profitieren, aber auf der anderen Seite investieren wir auch eine ganze Menge in den Ausbau dieser Technologien. Und ich glaube,
dass man jetzt nicht Technologie-Bashing und Telekom-Bashing betreiben sollte, sondern dass es mehr Sinn macht, gemeinsam daran zu arbeiten, wie diese Digitalisierung für uns alle positiv sein kann. Aber wer hat denn jetzt Technologie- und Telekom-Bashing gemacht? Da muss ich ja gleich mal fragen, wo diese vorab eilende Antagonismus-Creation rausgekommen ist. Das finde ich interessant. Nein, ich habe das jetzt nicht als Telekom-Bashing empfunden, aber vielleicht ein bisschen flapsig formuliert. Was ich einfach sagen will, ist, glaube ich, dass wir, wenn wir eine bessere Zukunft für alle auf diesem Planeten haben wollen, die Technologien einfach auch brauchen und dass es darum geht, dafür zu sorgen, dass die Technologien so genutzt werden, dass sie den Menschen helfen und dass sie ihnen nicht schaden. Ja, da sind wir gleich, kann ich ja gleich anschließen an Herrn Gensch vom Öko-Institut. Einige Technologien sind jetzt losgeworden. Wenn ich Ihre Studie jetzt gelesen habe zu dieser Veranstaltung, da kam noch dieser Amazon-Button vor, der ist jetzt erstmal weg. Und auch ein Essenslieferant, Delivery Hero, ist ja auch weg. Also die ganz schöne neue Welt, manchmal brauchen Sie sich gar nicht anstrengen und die kritisieren, die verschwinden wieder von alleine. Also manche Anwendungen, die Sie kritisieren, ich meine, der Amazon-Button haben Sie kritisiert, jetzt ist er weg. Das entwickelt sich doch ganz positiv manchmal. Naja, also ich glaube, dass der Amazon-Button auch nur sozusagen so ein erstes kleines Testobjekt war, um überhaupt mal in Richtung Smart Products zu gehen und also in Richtung von Produkten, die sozusagen auch sehr intelligent ihr Umfeld ausforsten, um sozusagen Überlegungen zu ermöglichen, wie kann sozusagen das Konsumverhalten im Sinne von den Händlern optimiert werden. Ich will aber noch mal auf einen anderen Punkt eingehen, der vorhin so ein bisschen untergegangen ist. Wenn es bei digitalen Technologien keine auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Innovationsziele gibt, dann kann auch nicht Nachhaltigkeit rauskommen. Also wir haben das mal für eine bestimmte Förderperiode angeguckt bei den Industrie 4.0 Projekten, gefördert vom BMWI und BMBF. Und haben uns da tatsächlich mal die Projektergebnisse angeguckt und haben auch mit 20 Verbundkoordinatoren von diesen Projekten gesprochen. Da war zwar noch bei der Auslobung der Fördermaßnahme natürlich Energie- und Ressourceneffizienz obendran gestanden, aber bei den einzelnen Projekten gab es nicht definierte Innovationsziele mit Indikatoren, wo da praktisch der Nachweis getroffen wird, dass das tatsächlich dann in der Anwendung zur Energie- und Ressourceneffizienz beiträgt. Also wie soll sozusagen das rauskommen, wenn es sozusagen nur als Plakette obendran steht, aber nicht an messbaren Zielen überprüfbar ist. Ja, ich wollte auch Frau Hannig gern in die Debatte einbeziehen. Ich habe über eine Sache nachgedacht, als Sie aus Ihrem Buch vorlasen, als dieser Roboter der Auftrag und die auftrat und die Protagonistin dem den Kopf abschleifen wollte, mit einem Schleifer abtrennen wollte, was ja... Aber eigentlich müsste man diesem Roboter, wenn der so weit entwickelt ist, ja auch Persönlichkeitsrechte zustehen. Also eigentlich kann man den ja gar nicht mehr den Kopf abtrennen. Ich meine, wir kommen ja schon dahin, dass wir Computer bald nicht mehr ausschalten dürfen, wenn die eine gewisse Persönlichkeit haben. Ich meine, abgesehen davon, dass wir die ja sowieso nicht mehr ausschalten, weil wir ohne die nicht mehr leben können. Aber wie sehen Sie das, dass die Technik ja personalisiert Persönlichkeitsrechte bekommt und der Mensch nicht mehr die alleinige Krone der Schöpfung ist? Wie kommt man da zurecht als Schriftstellerin? Okay, das ist ein Riesenthema. Da könnte ich jetzt ein ganz großes Fass aufmachen. Ich versuche mich kurz zu halten. Also erstens bin ich natürlich Science-Fiction-Autorin. Das heißt, das, was ich schreibe, ist ja schon sehr... fiktiv. Wir sind im Augenblick noch nicht in der, haben noch nicht das Problem, dass wir solche fortgeschrittenen künstlichen Intelligenzen hätten, dass wir die Frage hätten, ob wir ihnen Persönlichkeitsstatus zusprechen müssten oder nicht. Es geht ja schon damit los, dass wir gar nicht wissen, was würde denn eigentlich eine Person definieren? Also ist es das Bewusstsein? Ist es die Intelligenz? Ist es, woran machen wir das fest? Denn dann müssten wir eventuell auch einigen behinderten Leuten den Personenstatus absprechen oder wir müssten anderen intelligenten Systemen das bereits zusprechen, obwohl die keine Persönlichkeit haben. Also es geht schon damit los, dass wir Dinge mit Dingen hantieren im normalen Diskurs, ohne eigentlich sie konkret definiert zu haben. Insofern würde ich sagen, wenn wir irgendwann mal eine Entität entwickeln, haben sollten in ferner Zukunft, die
intelligent ist, die sich selbst wahrnimmt und die von sich aus sagen kann, ich denke, also bin ich, kämen wir wahrscheinlich nicht umhin, ihr einen Personenstatus zuzusprechen. Ich würde aber stark davon abraten, die Entwicklung tatsächlich in diese Richtung voranzutreiben, denn wir können künstliche Intelligenzen sehr gut gebrauchen für 1000 verschiedene Sachen. Dafür einen künstlichen Menschen zu basteln, brauchen wir sie eigentlich nicht, denn wir haben genug Menschen, die wir jetzt schon nicht menschenwürdig behandeln, und es macht überhaupt keinen Sinn, ein neues, leidensfähiges Wesen in diese Welt zu bringen, das wir dann auch noch schlecht behandeln. Genau. Würde ich gerne bei Frau Göpel anknüpfen, weil in Ihren Veröffentlichungen sprechen Sie sehr... Das Wesen, also fühle ich mich auch... Ja, weil das ja irgendwie Technik, Sie sagten ja erst, Technik, Innovation sehr gut, aber wir müssen so einen Punkt X definieren, wohin wir wollen. Ne, ich frage mich aber immer, ist Innovation an sich ein Wert und ist technische Innovation an sich ein Wert? Brauchen wir nicht eher soziale Innovation? Also mir kommt das immer ein bisschen zu kurz in dieser Digitalisierungsgeschichte, dass wir eigentlich soziale Innovation brauchen. Das ist ein bisschen verschwunden in der Debatte, das war schon mal stärker gewesen. Und ist soziale Innovation der Punkt X, wo wir uns hin entwickeln sollen? Also das würde mich ein bisschen interessieren, wie Sie das sehen. Also wenn man jetzt schon länger an dieser leidbehafteten Nachhaltigkeitsdebatte teilgenommen hat, dann merkt man immer wieder die Wellen. Der Technofix steht vor der Tür, wir müssen sonst nichts ändern. Ne? Wir müssen vor allem das Wachstumsparadigma nicht in Frage stellen und alle können mehr haben, immer größer wird der Kuchen. Wir machen das jetzt effizienter und der Rebound-Effekt, den ignorieren wir weiter, dass wir absolute Entkopplung haben, ignorieren wir auch, weil bisher haben wir es ja immer auf andere Länder verteilen können. Und jetzt sind wir eben in der nächsten Welle, wo wir einerseits merken, ups, diese Grenzen des Wachstums kommen so ein bisschen zu uns und dass wir das jetzt richtig phänomenologisch wahrnehmen können in diesen Ländern durch die Hitze und durch den Rhein, der nicht mehr beschiffbar ist und durch die schrumpfenden Brandenburger Seen und so weiter, macht ja nochmal eine andere Möglichkeit auf, darüber zu sprechen, dass es eben auch uns betrifft. Und da haben wir ja auch den Rückenwind jetzt eben auf der Straße, dass es tatsächlich mal ernster genommen wird. Also das merken wir ja auch. Und ich hatte gestern ein super Gespräch zum Beispiel mit dem ganzen Bitkom-Hauptvorstand genau über die Fragen, was kann denn eigentlich die Digitalwirtschaft tatsächlich dazu beitragen? Weil bisher hieß es, und das haben wir vor anderthalb Jahren gehabt, ein Hintergrundgespräch mit Industrie 4.0, und wir haben gesagt, die Digitalisierung in den Dienst der Nachhaltigkeit stellen. Und da hieß es nämlich nur, wie bitte, überhaupt nicht in den Dienst der Nachhaltigkeit, das klingt so nach Regulierung und das macht die ganze Innovation kaputt. Und da würde ich ganz vehement sagen, das stimmt überhaupt nicht, weil Innovation braucht eine Richtung und hat eine Richtung. Und da sind wir wieder bei dem X. Und dann müssten wir uns auch bitte mal die Mühe machen, um zu sagen, wenn wir die Probleme, die Sie beschrieben haben, die sind ja nicht durch die Digitalisierung per se zu lösen, sondern da braucht es Menschen, die sagen, wir wollen jetzt Bildung dahin bringen. Welche Bildung brauchen diese Menschen? Und dann überlege ich mir, was sind die Mittel und die Investitionen, damit ich das dahin bekomme. Ne? Mittel zum Zweck denken, viel stärker, sowohl bei Finanzen als auch bei Technologien wäre ja mal wichtig. Aktuell haben wir so ein bisschen, ja, der Strukturwandel kommt durch die Digitalisierung, wir müssen uns anpassen und die Finanzmärkte erlauben uns dies und jenes. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, momentan couragiert dagegen zu sprechen und zu sagen, es tut uns leid, aber da gibt es ein politisches Primat und ein gesellschaftliches Primat. Und dann setzen wir eben diese Mittel in diese Richtung ein. Das sind die Rahmenbedingungen, von denen ich eben gesprochen habe oder was Sie eben gesagt haben, dann brauchen wir vielleicht eine Definition von Innovation, die dem eine Richtung gibt. Und es kommt ja auch mit Mission Invest oder Mission Oriented Research und sowas jetzt auf der Europäischen Union-Ebene. Mariana Mazzucato macht da ganz viele gute Sachen. Wenn wir all diese neuen Möglichkeiten haben, dann lasst sie uns doch bitte darauf anwenden, die lange bestehenden, gesehenen Probleme endlich zu lösen. Und das ist doch wunderbar und das kann eine Innovationsagenda sein. Und immer wichtig, soziotechnische Systeme. Und wir würden sagen, die ökologischen bitte mitdenken. Weil das ist ja auch interessant, jetzt gibt es ja diese Ökosystemansätze für Innovationen. Im Silicon Valley und sonst wo gibt es das schon länger, wie die Investoren jetzt mit den anderen zusammenarbeiten müssen und so. Das Einzige, was immer nicht vorkommt, ist der Planet. Selbst wenn es darum geht, das Ökosystem oder das Problem Wasser zu lösen, kommt alles drin vor. Nur, dass sich irgendwer mal überlegt, wer kann denn eigentlich von den Geologen und Biologen und sagen, wie das mit dem Wasser hier weiterhin funktionieren kann, die sind nicht dabei. Und da wäre dann eben gerade von so Organisationen wie von uns die Sache, sozioökologisch-technische Systeme. Das wäre so die Perspektive. Und dann kann ich immer sehen, dass ich durch neue Technologien die Konfiguration dieser verändern kann. Aber wie ich das mache, das liegt in den Menschen, die das mit einer gewissen Idee, mit einer gewissen Interesse, mit einer gewissen Vision dann auch vorantreiben. Und da kann man mit Bruno Latour und anderen ja anfangen. Also Technologie ist nie sozial neutral und gleichzeitig wird Technologie auch nie neutral hochpoppen, sondern ist immer von Menschen gemacht und eben mit bestimmten Visionen, Ideen und Interessen vorangetrieben.
Ist diese Geschichte auch in der Szene, in der Computerclub-Szene bei Ihnen angekommen? Spielen da so eine Fragen, globale, was wird aus unserem Wasser, was wird aus unserer Erde? Spielt das da eine größere Rolle jetzt als früher? Waren das früher so die Löter, Schrauber? Oder hat sich das verändert? Wie sehen Sie das, Frau Kurz? Na, ich habe ja heute Morgen schon mal angemerkt, dass, glaube ich, letztes Jahr diese Bits- und Bäume-Konferenz so ein bisschen ein Anlaufpunkt für viele war, um verschiedene Szenen, also nicht nur wirklich die Nachhaltigkeitsszene, sondern dazu zählt auch Entwicklungspolitik. Also ja, waren schon unterschiedliche Akteure, die da zusammenkamen, aber die Idee ist tatsächlich schon älter. Aspekte aus dieser Nachhaltigkeitsdebatte sind auch in der Hacker-Community lange debattiert, also am längsten wahrscheinlich die Frage des Right to Repair, also wie sind die Rahmenbedingungen, wenn man seine Gerätschaften und seine Software irgendwie selber warten will und solche Fragen, die gibt es schon länger. Wir hatten auch wir haben eine sehr große Veranstaltung mit, dieses Jahr wären es vor 17.000 Leute, da war auch schon länger diese Sustainability wichtig. Ja. Ich denke schon, dass der ganze Ansatz, der heute den ganzen Tag auch deutlich wurde, dass man ein bisschen größer und ein bisschen, um so ein Buzzword zu benutzen, multivektoriell denken muss und dass man mehr Leute reinholt, die ihre Ideen beisteuern. Der ist gerade hip und der ist richtig. Und ich habe aber heute Morgen auch schon angemerkt, ich glaube, das Zeitfenster ist kurz. Das haben wir in der Technikbewegung einfach gelernt. Eine Skandalisierung von einem Thema oder ein Thema im unmittelbaren Zeitgeist zu halten, klappt in so einer Mediengesellschaft, wie wir sie haben, immer nur eine gewisse Zeit. Und wir schwimmen jetzt, finde ich, schon so knapp über diese, bevor die Welle runterkommt. Ja? Also ich glaube, das ist jetzt so ein Zeitpunkt, die Gefährdungen, aber auch die Chancen, die so in der nahen Zukunft verhindert oder vermieden werden können oder die man schaffen kann, also je nachdem, ob man die Risiken oder die Gefährdungen oder die Chancen sieht, dass jetzt der Zeitpunkt ist. Und mein Gefühl ist, dass wir so ein bisschen zumindest in der ersten Welt nicht ganz schaffen werden. Also wir werden, wenn wir Pech haben, würde es uns so gehen wie bei Snowden. Ja, wir wissen jetzt alle, wir werden überwacht, läuft aber weiter. Und das würde ich gerne vermeiden wollen für diesen größeren und aus meiner Sicht auch sehr wichtigen Diskurs um die Nachhaltigkeit. Letztlich ist sehr viel gesagt worden, wir bilden in Technik unsere Werte ab. Was die Menschen in diesem Land oder in Europa als diese Werte betrachten, können wir in Dutzenden Umfragen nachlesen. Leider sind die Berufspolitiker nicht immer auf unserer Seite und da müssen unsere Forderungen hingehen. Das ist für mich absolut sonnenklar. Ich bin verhalten pessimistisch. Leider. Oh ja, fast jetzt ein Schlusswort, aber nee. Nein, kein pessimistisches Schlusswort, ich bitte Sie. Nein. Ich mache ja auch Klimajournalismus in der Hauptsache bei Klimareporter und wir haben auch das Gefühl, dass das Klimathema jetzt mal langsam wieder gut ist und verschwinden wird. Wir sind sehr gespannt. Ich wollte aber an Herrn Gentsch eine Frage richten. Sie kämpfen ja darum, dass also die ökologische Seite eingebaut wird, besonders bei diesen neuen Techniken. Da kämpfen Sie ja darum, Studien werden gemacht. Warum gelingt das eigentlich? Also zum Beispiel konnte mir noch niemand erklären, in der Energiewirtschaft, wozu ich Blockchain brauche. Wozu brauche ich das? Die Elektronen kann ich nicht grün anmalen und ich kriege eh den Graustrom, ob ich da Blockchain habe oder nicht. Und bei 100% Erneuerbaren brauche ich Blockchain auch nicht mehr. Das ist ja eh alles grün. Ne? Also warum brauche ich so eine Wahnsinnstechnik und warum wird mir die verkauft? Es gibt ja noch keine praktische Anwendung. Also mir scheint da ein sehr großer Widerspruch zu sein zwischen Ökologie und dieser schönen neuen Digitalisierungswelt. Naja, also ansatzweise gibt es ja schon Anwendungen, wo sozusagen diese Distributed Ledger Technologien was ermöglichen können, was sozusagen in der herkömmlichen analogen Welt nicht geht, weil man eben in der Lage ist, Vertrauensinstanzen zu schaffen und sozusagen dadurch völlig neue Handelsmodelle, also Wirtschaftsaktionen zu machen, wo sonst die analoge Welt viel zu kleinteilig und die sogenannten Transaktionskosten viel zu hoch wären. Aber auch noch mal ein bisschen zurück im Diskurs. Ja, wir sind jetzt ein Stück weiter in Richtung Gestaltung und da haben sicherlich auch so Konferenzen wie Bits und Bäume wesentlich dazu beigetragen. Aber wir haben immer noch zu getrennte Diskurse. Also allein schon heute haben wir wieder gesehen, wir haben getrennt diskutiert Green IT auf der einen Seite und auf der anderen Seite Energiewirtschaft, Mobilität, Konsum.
dass sozusagen die Geschäftsmodelle auf der einen Seite Datenströme auf der anderen Seite auslösen, da braucht es immer noch Bewusstsein und es braucht auch irgendwann mal eine Regulierung. Weil sonst kommen wir, sonst können die Effizienzgewinne in den Rechenzentren und in den Datenübertragungsnetzen, die können das gerade mal abfangen, aber der Umweltverbrauch wird sonst weiter ansteigen. Und da sehe ich schon noch Defizite, dass wir selbst innerhalb des Ökologiediskurses zu getrennte Diskussionen haben, das immer uns noch sehr schwer tun, das mal systemisch zusammenzuführen. Kann ich ja gleich bei Ihnen anknüpfen. Wie viele Datenspeicher haben Sie schon bestellt? Wie viele Rechenzentren im Nordpolarmeer werden gebaut, um die Datenströme, die Sie durch 5G generieren werden, also autonomes Fahren und alles Mögliche, Echtzeitwerbung, wie viel hat die Telekom da schon bestellt? Wie viel Rechenspeicherkapazität im Eismeer? Also bisher noch nicht, zumindest nicht, dass ich es wüsste. Mit den Rechenzentren ist es eher so, dass wir in den letzten Jahren eine Konsolidierungsstrategie gefahren haben. Wir haben Rechenzentren geschlossen und neue, sehr energieeffiziente Rechenzentren gebaut, beispielsweise in Biere bei Magdeburg, wo wir das größte Rechenzentrum in Europa gebaut haben. Und mit Ökostrom versorgt, hoffe ich doch, oder? Es ist generell so, dass wir uns jetzt das Ziel gesetzt haben, bis 2021 konzernweit komplett auf Ökostrom umzustellen. Der Anteil lag insgesamt letztes Jahr bei 52% und wird jetzt sukzessive weiter zunehmen. In Deutschland werden wir das 2020 erreicht haben mit 100%. In den USA braucht es bis 2021, was damit zusammenhängt, dass wir es dort auch ein bisschen anders umsetzen, weil wir da auf Purchase Power Agreements setzen. Und das braucht dann eben auch ein bisschen Zeit, dass die Anlagen, in die man investiert, gebaut sind. Genau. Dann würde ich gern zur Frau Hannig. Ich wollte noch mal kurz was sagen. Ja. Ist das an? Bitte. Hören Sie mich? Noch mal zum Thema, dass die Diskurse getrennt sind. Da fällt mir gerade spontan, es gab ja vor ein paar Wochen diesen ganz schrecklichen Aufmacher von der Bild-Zeitung, Klima oder Gerechtigkeit, wo es jetzt darum ging, wie man jetzt toller findet, hier Greta oder die Demonstranten in Hongkong. Das ist so ganz bildlich dafür, dass wir einfach, oder dass auch die Medien oder auf jeden Fall die Bild-Zeitung, die ja leider sehr viele Leute erreicht, einfach da überhaupt kein Bewusstsein dafür macht oder schafft, dass das alles ein großes Thema ist. Also dass man Freiheitsrechte, Menschenrechte und globale Gerechtigkeit überhaupt nicht ohne den Klimawandel oder die Lösung des Klimawandels denken kann und umgekehrt. Und dass das alles ein Riesenprojekt ist, an dem wir sind und dass wir total in die Irre laufen werden, wenn wir jetzt nur sagen, Digitalisierung, Digitalisierung, super, aber hier werden die Leute immer noch ausgebeutet, hier verlieren die Leute ihre Lebensgrundlage, weil das Klima schon bei ihnen, der Klimawandel schon angekommen ist. Also wir müssen das einfach zusammenpacken und da finde ich es auch gut, wenn wir hier auf solchen Podien hier und auch so wie uns die Öffentlichkeit, wie wir halt Öffentlichkeit zur Verfügung haben, darauf aufmerksam machen, dass man da gemeinsam was erreichen kann und nicht sich gegeneinander ausspielt, der kriegt so und so viel Aufmerksamkeit, ich kriege nur so viel, dann muss ich irgendwie mehr in den Vordergrund, sondern dass wir sagen, das sind wirklich globale sozioökonomische, ökologische Projekte, die wir als Menschheitsaufgaben begreifen müssen und das ist der Punkt, dass es du hast gesagt, wir sind schon so ein bisschen über den Peak. Man müsste, Greta hat es ja ganz gut geschafft, aber irgendwie man müsste so dieses Identifikationsfeeling irgendwie noch mehr transportieren, dass wir da alle mit dem Boot sitzen und das alles lösen müssen oder wir werden keine dieser Aufgaben lösen, weil uns eines der Probleme irgendwann den Ast absägt, auf dem wir sitzen. Also, ja. Ich finde das natürlich sehr schön. Ich glaube, dass das sind sicherlich die allermeisten, die hier sitzen, unterschreiben würden, aber so funktioniert unsere Welt ja leider nicht. Unser Lebensstandard ist natürlich auf Kosten von diversen anderen Staaten gewachsen. Ja? Und, das ist ja eine reine Macht- und ökonomische Frage. Natürlich finde ich es schön, wenn zumindest Deutschland im europäischen Diskurs immer noch eine gewisse Vorbildrolle hat und auch im internationalen Vergleich, aber es ist ein Zacken zu viel Idealismus, fürchte ich, für diese Welt. Weil wir natürlich, wir alle auf Kosten von diesen Menschen leben. Das müssen wir uns klar machen. Und der Diskurs hier, und das zeigt auch diese abstruse Bildkampagne, ist, dass es darum geht, dass wir verzichten werden müssen. Und das ist natürlich eine Message, die nicht gut ankommt. Die Frage ist, wie können wir technologisch abfangen, inwieweit wir verzichten müssen? Und da wird uns Technik helfen. Ich hoffe, dass es nicht die totale Überwachungstechnik ist, die wir sozusagen hier in dem
eher dystopischen Beispiel gehört haben, sondern ich hoffe natürlich, dass es eine ist, die unsere Menschenwerte umsetzt. Aber ich fürchte, es wird etwas weniger idealistisch sein. So blöd ich es finde. Also, ja, aber nur der Idealismus kann uns ja dahin treiben. Also es ist ja, wenn ich sage, es wird eh alles... Kurz, ich lese auch in Schulen und rede mit den Kindern und sage immer, ich müsste gegen dieses ewige E ankämpfen. Es ist eh alles zu spät, es ist eh alles egal, ich kann ja eh nichts ausrichten. Wenn alle so denken, haben sie auch alle recht. Aber wir dürfen es nicht zulassen. Wir müssen sagen, wir sind diejenigen, die vor allem die Kinder und jetzt wir auch noch, sage ich mal, wir leben ja noch hoffentlich eine Weile, die Zukunft bestimmen, die sagen, wohin geht die Politik, wohin geht die IT. Wir müssen das tun und da braucht man auch, finde ich, Idealismus, weil sonst können wir uns eh ins Grab legen. Da kann ich mich anschließen. Okay. Will ich mal einen positiven Gedanken in die Runde werfen? Nein. War einer. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber ein Gedanken, der daran anknüpft, und zwar, was jetzt so als Geschäftsmodell Nachhaltigkeit auch dem normalen Konsumenten ja beigebracht wird, ist also mein Haus, Solardach drauf, meine Wallbox mit dem Ökostrom und mein E-Auto, was ich vor der Tür habe und sozusagen mit dem eigenen E-Strom mit drin. Also früher mein Kind, mein Haus und meine Frau, ne? Und jetzt ist es mein E-Auto. Die Werte haben sich gewandelt, aber es sind immer noch Werte, aber es sind immer noch individuelle Werte. Also, und mir wird jetzt zum Beispiel gesagt von Energiewirtschaftlern, eine völlig abstruse Geschichte, wenn das so wird, sondern wir brauchen Quartierslösungen zum Beispiel, wo eben schon in einem Quartier eine gewisse Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage bei Strom stimmt, brauche ich Ihnen im Saal sicher nicht eigentlich erläutern, was Quartierslösungen sind. Also man kann auch sagen, wir brauchen jetzt nicht individuelle Lösungen, wo jeder sich sein energieautarken Haus schafft. Das ist sowieso nicht nachhaltig, sagen andere Experten, sondern wir brauchen das Wort, würde ich nicht gebrauchen, kollektive Lösung, vielleicht sagen wir gemeinschaftliche Lösung. Wie sehen Sie das, dass wir so eine gemeinschaftliche Lösung brauchen, dass das eine soziale Innovation ist, dass wir diese digitale, diese moderne, schöne Technik jetzt nicht individuell nutzen, sondern in einem effizienten Sinne gemeinschaftlich nutzen, dass das da Effizienzgewinne sind, wo wir nicht verzichten, sondern wo wir Technik einfach mehr sinnvoll anwenden, mehr teilen. Ist das ein Gedanke, den man denken kann? Ja klar, ich meine, die Sharing Economy Diskussion ist ja auch schon länger und immer so ein bisschen als das Pendant auf der Konsumentenseite gedacht worden. Dass das dann eine große Implikation natürlich auch für Geschäftsmodelle auf der Anbieterseite hat, lässt das Ganze so ein bisschen ins Ruckeln geraten. Aber natürlich sind das genau die Sachen und selbst hier im Prenzlauer Berg mit nebenan.de und was weiß ich nicht, da war das ja schon sehr viel und da sind natürlich gerade digitalen Plattformen für die Sharing-Möglichkeiten ganz, ganz wichtig, ne? Um zu sehen, wer hat eigentlich was und wie einfach kann ich mal eben von links nach da. Beim Urban Mining ist es ähnlich, ne? Wenn wir anfangen zu sagen, wir müssen das, was wir schon aus der Erde rausgenommen haben, möglichst im Kreis führen. Wie kann ich überhaupt bekannt geben, hier ist mein Müll, wessen Ressource kann das jetzt werden im nächsten Produktionsprozess? Für all solche Sachen sind natürlich Tracker und Plattformen und Kommunikationsmittel, wie wir sie digital bereitstellen können, total wichtig. Ich habe auch das Gefühl, dass dieser Wunsch nach etwas mehr Wir sowieso da war. Also diese starke Vereinzelung ist ja, wenn man jetzt so die Sozialpsychologen anguckt, auch schon vor dem, wir sollten mal ein bisschen die Ressourcen teilen, so ein Befund geworden. Ich fand, heute Morgen war ich bei der Präsentation von der Studie von More in Common, die ist ganz spannend. Also ich würde die vielen nahelegen, sich mal anzugucken. Die haben so auf sozialpsychologischen Arbeiten von Jonathan Haidt, was sind so die zentralen Werte, die Menschen in sich tragen, versucht nochmal in Deutschland wirklich mit tiefen Interviews, aber auch Fokusgruppen zu identifizieren, was haben wir eigentlich für unterschiedliche Tribes, wie hieß die US-amerikanische Studie, jetzt haben die das wirklich über einen langen Zeitraum in Deutschland gemacht. Und was rausgekommen ist, waren 6 unterschiedliche Gruppierungen und gerade 2, die stark die Nichtwähler ausgemacht haben, waren so die sehr Enttäuschten und die sehr Wütenden. Und in diesen Gruppen waren auch junge Leute sehr stark vertreten und viele von denen haben wirklich bis 70% Zustimmung hinter, ich fühle mich oft sehr einsam gesetzt. Und ich glaube, dass das, ne, deshalb finde ich das so wichtig zu betonen, es gibt aus vielen Bereichen im Moment Stress in diesem System. Also die ökologische Frage ist die eine, diese Disruptionsnarrative setzt ja einige, finden das ganz toll fortschrittlich, andere sind wahnsinnig gestresst. Also auch Produktionsindustrie, Arbeitsjobs, die lange gut gesichert waren, das ist natürlich, ne, wir kämpfen um 8000 Jobs irgendwie in einem Braunkohlerevier und dann reden wir davon, dass die Studien zwischen 25-41% der Arbeitsplätze die Flöten gehen, wenn eben durch die Digitalisierung die Leute substituiert werden. Und auf irgendwelchen Gründen findet das
niemand verhandlungsnotwendig, das wirklich zum Gegenstand zu machen. Da werden dann große Studien wieder gemacht und es ist irgendwie unklar. Aber ich glaube, auch das bringt eine Verunsicherung mit sich. Wer guckt eigentlich nach mir? Wo ist eigentlich wir? Also diese Frage ist ja sehr groß. Und im Moment beantworten die ja ungünstigerweise eben andere Narrative, die dann die ganzen zumachen, die Sicherheit wieder durch ein Verschließen, durch ein Zurückbesinnen auf Autoritarismus und andere Strukturen versuchen, ein Stück weit ja auch zu bedienen. Ich glaube, so ein bisschen dieses sozialpsychologische Gefühl, das sowieso, was passiert eigentlich, das Geopolitische, ne, hält Europa jetzt oder nicht, dreht der Trump jetzt völlig durch, gibt es noch die multilaterale Weltordnung, was macht Putin eigentlich übermorgen und dreht er uns jetzt weiter? Da ist ja ganz viel Irres, wenn man sich mal überlegt, wie insgesamt die Welt sich gerade anspürt. Und deshalb glaube ich, dass diese Suche nach dem, was können denn eigentlich stabilisierende Rückkopplungsschleifen ganz real zwischen Menschen sein, sowieso ein guter Weg nach vorne ist, inklusive von dem sich offline wieder als Menschen begegnen zu können und von Mensch zu Mensch sprechen zu können. Mit dem, und das war ein Teil dieser Studie, dass eigentlich auch diese ganze Ost-West-Teilung, wenn man ganz individuell mit den Menschen spricht, gar nicht sich auffinden lässt. Also Wertestrukturen sind im Westen wie im Osten sehr ähnlich. Es sind dann eher die Geschichten und die realweltlichen Erfahrungen, die uns in Gruppen wandern lassen. Und da finde ich für mich total viel Potenzial. Ich habe es noch nicht zu Ende gedacht, merken Sie daran, dass ich ein bisschen assoziativ vor mir hinrede. Aber ich fand das heute Morgen einen ganz, ganz wichtigen Impuls, wirklich zu gucken, wie kriegen wir diese ganzen großkopferten Fragen von Transformationen genau mit diesem realweltlichen Empfinden von Menschen gestalten ihrer Lebensräume. Jetzt weiß ich mir, das ist ein Begriff, den darf ich nicht benutzen, weil Hitler den benutzt hat. Also, ich meine, das ist ja tragisch, weil manchmal sind die einfach gut. Und da, was machen wir damit? Weil Lebensraum hat ja genau was sehr geografisch auch Verankertes. Ne? Und dann habe ich ein anderes Gespür auch von Rückkopplung. Und nicht umsonst redet Kwame Appiah als, finde ich, sehr spannender Moralphilosoph im Moment von Rooted Cosmopolitanism, um auch diese Elite, die so frei fröhlich über den Planeten flottiert, wo man das Gefühl hat, sie nimmt keinerlei Verantwortung irgendwo mehr hin für die Konsequenzen. Irgendwo müssen sie sich auch verwurzeln und sagen, hier bin ich auch verantwortlich. Also da kommt ja ganz viel mit dem, wo gehöre ich hin, was ist wir, was sowieso da ist. Und ich finde das insgesamt so interessant. Und diese Suche nach dem, was machen wir mit diesen im Moment ja ein bisschen durchgedrehten Welt, die so ein bisschen sehr zukunftsoffen wirkt. Und was sind dann normativer Kompass, ist auch deshalb wieder ganz zentral im WBGU-Gutachten drin. Wie sind diese ethischen und diese Wertefragen im Zweifel dann eine gute Anleitung, wenn vieles in so einem Unwissen über die exakte Verfasstheit des Morgen so aufbröselt. Genau. Ja, da habe ich auch eine schöne Frage an Herrn Gensch in petto. Und zwar kann man sich mal eine Studie vorstellen auf das Recht des Menschen, weil Frau Göbel sprach davon, dass die Menschen sich wieder so direkt begegnen sollten. Oder ich habe es jetzt etwas nicht ganz assoziativ formuliert. Kann man sich eine Studie vorstellen, dass ein Mensch ein Recht auf ein analoges Leben hat, dass man, dass das Smartphone oder die Nutzung digitaler Technik nicht notwendige Voraussetzung zum Leben in dieser Gesellschaft sein muss? Kann man sich so eine Studie mal vorstellen, wie das beschaffen sein muss? Ist die Zukunft, dass ich ohne Smartphone oder implantierten Chip nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann? Ist das eine Vision, die wir haben müssen oder ist da was anderes vorstellbar? Naja, ich weiß nicht, ob diese Vision nicht auch wieder fehlleitend ist, weil man da sich einfach auch völlig den Chancen verschließt, die es tatsächlich gibt. Ich verstehe es natürlich, dass es Leute gibt, die wollen darauf bestehen, noch analog ihre Steuererklärung abgeben und dann sozusagen die Online-Formulare ausdrucken, von Hand ausfüllen und im Finanzamt einwerfen. Und ich glaube, damit müssen wir leben können und auch das muss eine Gesellschaft aushalten, dass es sozusagen da eine Pluralität von Verhaltensformen gibt. Aber sozusagen eine analoge Welt als sozusagen den Königsweg und Schlüssel, den würde ich nicht für sinnvoll halten. Also das, man kann das Rad nicht zurückdrehen, aber man kann es gut gestalten, wenn man es will. Und woran sehen Sie den Hauptgrund, dass eben Ökologie bei diesen ganzen Debatten noch so, wo Sie ja seit Jahren drum kämpfen, so doch etwas unterbelichtet ist, wie Digitalisierung und Ökologie zusammenkommen? Was würden Sie sagen, was ist da das Hauptproblem? Naja, es gibt nicht das Hauptproblem, es gibt eine Reihe von Problemen. Eines ist, dass sozusagen die Art, wie wir konsumieren und produzieren, einfach nicht die wahren Kosten abbildet.
Das heißt, wenn sozusagen die Kosten, die andere dafür bezahlen, wie wir produzieren und konsumieren, eingepreist wären, dann würde unser Wirtschaftssystem wohl anders aussehen. Es gibt ja sozusagen zaghafte Versuche, mal in die Richtung zu gehen, zweites Preisschild, um überhaupt mal das kennzuzeichnen. Es gibt auch in der öffentlichen Beschaffung mit Total Cost of Ownership Ansätze, um sozusagen nicht bezahlte oder von der Gemeinschaft bezahlte Kosten wieder reinzubringen in Beschaffungssituationen. Also es gibt da schon einige Ansätze, die da mit Sicherheit in die richtige Richtung gehen. Wir haben auch interessanterweise ja auf europäischer Ebene, und ich denke, sowas wie eine Digitalisierung wird sich eh nur auf europäischer Ebene regulieren lassen, sehr interessante Rahmenrichtlinien, die gibt es auch schon seit einiger Zeit. Die Ökodesign-Richtlinie zum Beispiel, aber auch eine Richtlinie, die die Schadstoffe in Elektro- und Elektronikprodukten reguliert. Das Problem ist ja nur, dass wir eigentlich da in der Umsetzung völlig hinterherhinken. Wir haben sozusagen neue Technologien, alte Schadstoffe, kaum sind die Nickel-Cadmium-Akkus passé, haben wir plötzlich wieder Cadmium in besonders kontrastreichen Bildschirmen. Und wir haben wunderbare Technologiemetalle, Berylliumoxid, wir haben Indiumphosphid, aber diese neuen Schadstoffe haben noch nicht in die Richtlinie sind aufgenommen worden, obwohl es eigentlich möglich wäre. Aber da, wenn dann eine Person für ganz Europa mit einer 80%-Stelle dafür zuständig ist bei der EU-Kommission, muss man sich nicht fragen, warum das nicht funktioniert. Oder Stichpunkt Ökodesign-Richtlinie, als endlich sozusagen Mindestanforderungen da waren und sozusagen die alte Glühlampe ersetzbar war, hat man nicht sozusagen die damals dann schon verfügbare LED-Technologie genommen, sondern die quecksilberhaltige Leuchtstofflampen, weil sozusagen, wenn man mal in diesen, ich sage jetzt mal, regulatorischen Maschinenraum geht, alle die daran beteiligt sind, von der Phalanx stehen, von Datenverweigerern aus der Industrie. Sie kriegen ja noch nicht mal raus, wie viel Berylliumoxid in Smartphones auf den europäischen Markt kommen. Wird verweigert aus Wettbewerbsgründen. Das heißt, wenn man sich mal sozusagen in diesen Maschinenraum geht und guckt, wie kann man eigentlich bestehende Regulierungen sozusagen umsetzen und aus-Xen, kommt man auf 1000 Widerstände und 1000 Probleme, die aber nicht grundsätzlicher Natur sind, sondern wo eben der politische Gestaltungswille fehlt. Genau, und die EU hat jetzt dafür gesorgt, dass ich mir einen Chiptarn-Generator zulegen musste, um weiter Online-Banking machen zu können, was vorher auch gut funktioniert hat. Und dieser Chiptarn-Generator hat zwei Knopfzellen drin, natürlich kein Akkumulator, sondern zwei Knopfzellen, die natürlich irgendwann zu Ende sind. Und gut, aber das war sicher eine Umsatzsteigerung für die Elektronikindustrie. Ich würde noch eine letzte Frage, bevor wir eine letzte Runde machen. Wir sind schon in der Zeit kurz vor 18 Uhr und es war auch ein langer Tag. Eine Frage an Herrn Kröling richten. Sie sind ja sicher auch in den USA unterwegs, nehme ich an, wenn dort Sprint und Telekom fusionieren. Dings. Wie leben Sie so eine Debatten dort? Gibt es in den USA solche Debatten, die unter unternehmerischer Verantwortung, welche Richtung sollen Innovationen haben? Findet das dort statt oder global gesehen oder ist das eine spezielle europäisch-deutsche Debatte, die wir hier gerade führen? Also ich glaube schon, dass es durchaus Unterschiede gibt zwischen den USA und Deutschland, aber also die Debatten, die finden global statt und die finden auch in den USA statt. Und es ist ja auch nicht so, dass die USA jetzt reduziert werden kann auf Trump. Auch dort gibt es sehr, sehr viele kritische Stimmen, die sich damit beschäftigen, teilweise auf Ebene der Staaten, teilweise auch auf Ebene der Städte und Gemeinden und die eben auch versuchen, eine nachhaltigere Regulierung umzusetzen. Ich denke, es ist generell eben auch so eine Frage, wie geht es weiter mit dieser Welt? Wie sieht die Welt aus, in der wir Menschen leben wollen? Und was müssen wir tun, um die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass eben letztendlich dann auch ein gutes Leben für die Menschen stattfinden kann. Also auch in den USA gibt es beispielsweise viele Klimaaktivisten. Das ist kein rein deutsches Phänomen. Und auch in den USA gibt es sehr viel Kapitalismuskritik. Also das darf man auch nicht verkennen. Und sehr viel Skepsis gegenüber Freihandel.
weil eben Freihandel vielfach eben auch so organisiert ist, dass er rein die Interessen von Konzernen bedient und dann eben auch die Arbeitnehmer beispielsweise vernachlässigt oder Umweltbelange vernachlässigt. Und das stößt Menschen ab, das wollen sich Menschen dann auch nicht gefallen lassen. Kann ich gerade hinzufügen? Also, ich möchte ein konkretes Beispiel nennen, aber ich möchte erstmal noch das überwölbende Beispiel nennen. Die Debatte im Senat und Repräsentantenhaus in den USA über den sogenannten Green New Deal, den wünsche ich mir manchmal hier, weil der sehr grundsätzlich Fragen aufwirft. Also ich finde, da sind radikale Forderungen auf dem Tisch, wo sich Europa schon nochmal umschauen kann, obwohl wir eigentlich früher mal anders darüber debattiert haben. Und ich will noch ein zweites Beispiel nennen. Im jetzt beginnenden US-Präsidentschaftswahlkampf haben von denen, wir wissen ja nur noch nicht, welche Demokraten antreten gegen Trump, aber die haben zum Beispiel das Right to Repair ganz klar in ihrem Wahlkampf, die vertreten das auch, die sprechen das aus vor großen Zuschauermengen, würde gerne mal hier haben, dass es überhaupt mal eine Debatte darum gibt. Also ich finde derzeit mit einigen der sehr progressiven, auch sehr öffentlichkeitswirksamen Politikern und mit den Kandidaten, die da jetzt so langsam anfangen, den Präsidentschaftswahlkampf aufzurollen, sind, finde ich, die Debatten sehr viel schärfer, als sie hier sind. Also ich hätte ja hier gerne, wir wollen ja kein Grünen-Bashing machen, aber ich hätte gerne von allen Parteien zu solchen Fragen klare Positionen und nicht so ein Gewäsch, wie man jetzt viel hört. Ja? Oder dass sie wieder über die Schulpflicht reden, statt über die Themen. Also da finde ich, sind die USA, also da ist überhaupt kein US-Bashing derzeit, finde ich, angebracht. Ich bin da ganz begeistert und höre mir seit neuestem C-SPAN an, weil die parlamentarischen Debatten so hochkarätig sind und die hören sich manchmal mehr Wissenschaftler an als hier. Hier gibt es auch eine, das sieht man ja auch gerade an dem WBGU-Bericht, hier gibt es natürlich auch eine differenzierte Debatte, aber ich bin derzeit ganz begeistert, wie radikal die Forderungen dort sind, weil wenn man die Forderungen nicht stellt, dann kann es ja keine Debatte geben. Also gut. Ja, der Green New Deal heißt hier Klimakonsens, so heißt er hier. Echt? Naja, das, was Frau Kramp-Karrenbauer noch versucht einzurühren und wo die Grünen ja mit rein sollen. Macht ihr jetzt nicht Militär? Nee, aber ja, das ist der Klimakonsens, wo alle mitmachen sollen. Das ist der Green New Deal, den wir haben. Sehr schön. Meine Kollegin hat natürlich eine sehr perfekte Vorbereitung gemacht, die ich nur nutzen brauchte. Die hat zum Anschluss eine Abfrage am Ende aufgeschrieben, und zwar einen Satz an die Forderung an die Politik, die Ihnen besonders wichtig ist. Und ich habe noch, weil ich ja auch gern moderiere, noch eine Zusatzfrage, also eine Forderung an die Politik. Und dann würde mich mal interessieren, was Sie an der neuen digitalen Welt am meisten nervt und was Sie am schönsten finden. Das würde mich mal interessieren, wie das ist. Also Politik und nervig schön. Das also eine Forderung an die Politik wäre, dass die Leute sich wirklich, wirklich mal überlegen, wie sie ihren Urenkeln die Welt erklären würden und die Politik, die sie heute machen. Denn wir hatten es ja schon mehrmals, eigentlich will doch jeder von uns nur ein schönes, normales Leben, ein lebenswertes Leben und das möglichst für alle auf diesem Planeten. Und wir verhalten uns einfach nicht so. Und wenn man vorm Supermarktregal steht und da stehen dann 500 verschiedene Erbsen und 500 verschiedene Marmeladen, dann sage ich mir, ja, natürlich müssen wir verzichten. Also die Politik sollte sich bitteschön an dem realistischen Ziel des Überlebens der Menschheit orientieren. So, Punkt 1. Und Punkt 2, was ich an der Digitalisierung toll finde, ist, dass Menschen Gehör finden und dass sie sich organisieren können und dass die Politiker heute nicht mehr mit irgendeinem Geschwurbel durchkommen. Ihnen wird eine Frage gestellt und dann labern sie so lange, bis keiner mehr weiß, was los ist und irgendeine Zeitung muss das dann übersetzen und die Leute sagen, aha, der Politiker hat das gesagt. Sondern heute ist es so, du stellst eine Frage und der Politiker ist jetzt auch in der Pflicht zu antworten. Und wenn sie das nicht können, dann werden sie die nächste Wahl verlieren und dann werden Leute kommen, die wirklich Tacheles reden können und die wirklich sagen, so müssen wir die Welt verändern und dann funktioniert es auch. So, fertig. Und das Nervige? Ja, Facebook. Überwachung in jeglicher Form. Frau Kurz? Also ich glaube, meine Forderung an, ich habe sehr viel mit Berufspolitikern zu tun. Insofern ist mal von denen ich auch sehr positive Beispiele kenne. Also ich war mal Teil der Enquete-Kommission, konnte diese Traumschiff Bundestag mal eine Weile hineinriechen. Ich glaube, meine Forderung wäre sehr simpel. Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass sie sehr klar ihre Positionen nennen, damit der Wähler, der ihnen
das Vertrauen schenken will oder nicht, sich klar entscheiden kann. Also eine informierte Entscheidung trifft. Das glaube ich, das klingt einfach, sicherlich aber auch sehr schwer, weil man ja als Einzelpolitiker sich auch ein bisschen an die Parteiprogramme halten muss. Aber das würde ich mir eigentlich wünschen, dass sie sich möglichst klar und deutlich äußern. Gerade in diesen Nachhaltigkeitsfragen. Was ich an Technik toll finde, ist, ich lebe mit Technik. Technik ist mein Beruf. Technik ermöglicht mir, mit Teil meiner Familie, was genau einmal um den Globus rum wohnt, zu sprechen. Ja, also wenn die Möglichkeiten sind enorm. Sie wächst in meinen Körper faktisch, in diesen und in unser aller Körper. Ich möchte nicht mehr ohne leben. Ich glaube, wir sind nur die Wesen, die wir sind, durch Technik. Also, in der ganzen Menschheitsgeschichte. Ich will das nicht missen. Ich finde das toll. Und was mich am meisten nervt, sind... Ich schließe mich an, Facebook. Facebook muss zerschlagen werden, möchte ich dem hinzufügen. Ja, auch für Journalisten ist Twitter inzwischen wichtiger als Facebook geworden. Das muss man so feststellen. Genau. Herr Kröling, Sie? Ja, generell denke ich, dass die Politik sich eben intensiv mit der Digitalisierung und den Wirkungen auch beschäftigen muss und dass die Politik auf der Basis der Werte, wie Menschen auch leben wollen, nämlich nicht ausgrenzend in einer nachhaltigen Welt, in der auch nur unsere Kinder und Enkel leben wollen, dann eben darauf basierend die richtigen Entscheidungen treffen und Verantwortung tragen. Und dementsprechend nicht bei halbherzigen Maßnahmen stehen bleiben, wie beispielsweise jetzt im Klimaschutzpakt, sondern eben auch entsprechend dem eine Richtung geben und das umsetzen. Und zum Thema Digitalisierung, was ich an der Digitalisierung schätze, ist eben die Möglichkeiten, die sie bietet. Sie bietet Menschen Möglichkeiten, sich auszudrücken. Sie bietet Menschen Möglichkeiten, über Grenzen zu kommunizieren und Menschen eben auch zusammenzubringen. Und sie ermöglicht auch beispielsweise Menschen in staatlichen Unterdrückungssystemen eben auch eine Community zu bilden. Das ist auch wichtig. Also Digitalisierung hat, glaube ich, für die Menschen eben eine sehr, sehr positive Wirkung. Und es gibt so viele faszinierende Beispiele und Lösungen. Und jedes Mal, wenn man bei so einer Konferenz ist oder bei irgendeinem Kongress, kriegt man neue Ideen und neue Lösungen mit. Und das finde ich begeisternd und faszinierend. Und was mich nervt, da kann ich mich nur anschließen, Facebook. Ich mag auch kein Facebook und ich bin auch nicht. Ist aber weg, ist dreimal, ist jetzt weg. Ja. Kein Facebook mehr. Ja, Herr Gennisch. Ja, wir haben es ja bei der Digitalisierung, bei digitalen Geschäftsmodellen mit Dingen zu tun, die wir, wenn sie auf den Markt kommen, gar nicht so gut einschätzen können. Und kleine Brücke, vor 20 Jahren oder 25 Jahren haben wir im Chemikalienrecht eingeführt eine Registrierungspflicht, eine Anmeldepflicht. Nicht unbedingt eine Zulassung, aber dass man zumindest mal weiß, was kommt auf den Markt. Und ich glaube, damit wir sozusagen nicht immer hinterherhinken im Regulieren, braucht man auch für digitale Geschäftsmodelle und auch für Software sowas wie eine Anmeldepflicht, dass wir überhaupt rechtzeitig drauf gucken können und nicht immer hinterherhecheln. Also das wäre eine ganz klare Geschichte, die ich mir politisch wünschen würde. Dazu könnte man auch die Gunst der Stunde im nächsten Halbjahr für eine europäische Ratspräsidentschaft nutzen. Was ich sehr schätze an der Digitalisierung, ist einfach die globale Vernetzung, die Vernetzbarkeit auf allen Kommunikationsebenen, die auch eben auch ein ungeahnt einfacheres kollaboratives Arbeiten ermöglicht, was früher nie möglich und vorstellbar wäre. Allein, dass wir heute kaum merkbar den Kollegen aus Neuseeland hier haben reden hören und hat sich so angehört, als ob er gerade nebenan wäre. Das wäre noch vor wenigen Jahren nicht denkbar gewesen. Gleichzeitig nervt mich total, dass ich zum Beispiel mit neuen sozialökologischen Bewegungen nur über ein Produkt, das ich jetzt nicht mehr nennen darf, kommunizieren kann, das ich selber nicht nutzte. Der Kollege aus Neuseeland hatte Flugverbot, der durfte nicht fliegen. Ja. Also, das ist Nachhaltigkeit, genau. Frau Göbel? Ich wünsche mir auch einfach Ehrlichkeit. Also ich glaube, dass das ganz Schlimme, also dieser Vertrauensverlust in die politischen Institutionen resultiert aus meiner Warte daraus, dass eigentlich ja alle in der Gesellschaft spüren oder wissen,
dass es nicht so weitergeht wie bisher und wie immer wieder diese ungeglaubten Geschichten wieder gekäut bekommen, dass eigentlich alles super ist und übermorgen hat Moody das wieder im Griff. Entschuldigung, wenn ich es jetzt so formuliere. Und diese ungeglaubten Geschichten sind ja genau das, was die Leute raschelig machen. Deshalb, mich würde das wirklich also ein bisschen anschließend ehrlich machen, wie groß sind die Herausforderungen und ehrlich machen, wofür stehe ich, um in diesen Herausforderungen etwas zu bewirken. Und wenn demoskopisch dann heißt, oh, dann verliere ich vielleicht meine Wiederwahl, wirklich diese Größe, also politische Größe zu entwickeln, zu sagen, gut, aber ich werbe weiter für die Sache, weil ich bin von der überzeugt. Das wünsche ich mir wieder viel stärker. Mich macht es ganz verrückt, dieses an der Demoskopie orientierende, dass niemand mehr den Eindruck hat, worauf kann ich mich verlassen. Und ich wünsche mir das ganz, ganz, ganz stark. Dann hätten wir auch wieder eine Profilierung. Und ich glaube, dann findet jeder mit seinen Konnotanten auch ein bisschen zu Hause. Aber auch eine gewisse Verlässlichkeit, wofür sich eingesetzt wird und wofür gekämpft wird. In dem ganz positiven Sinne, weil wenn wir nicht wollen, kann es nicht rauskommen hinten aus der Zukunft. Ne? Und in dem Kontext finde ich jetzt als Wissenschaftlerin natürlich total irre, dass ich so die Weltbibliothek jetzt im Bildschirm habe. Also Wahnsinn. Ne? So, wenn ich überlege, wie das früher war, dann bist du da in deine Bibliothek gelaufen und musstest gucken, ob die da in irgendeine Leuchte, musstest dahinter machen, damit du über diese Mikrofische dann, und ist ja total, puff, egal welche Sprache, übersetzt die, finde ich Wahnsinn. Also manchmal ist es natürlich auch ganz schrecklich, wenn man den Eindruck hat, man muss so State of the Art Science abbilden, bevor man sein eigenes machen darf. Wann bin ich fertig mit State of the Art Science? Wie lange dauert das noch? Aber es ist natürlich total toll, sich da einklinken zu können. Und das, was ich unglaublich schrecklich finde, ist genau die Kehrseite, ist diese ganze Fakerei. Weil ich glaube, dass das genau zu dieser Unsicherheit dazu beiträgt. Und deshalb würde ich absolut unterschreiben, das habe ich auch immer gesagt, was soll dieser ganze Pokus, wieso versuchen wir den Menschen nachzumachen, so ein Blödsinn, wir sind doch schon da, sondern was sind eigentlich die technologischen Errungenschaften, die uns jetzt helfen, das Beste aus uns rauszuholen, inklusive dann aber Faken von irgendwelchen Videodateien, wo Obama auf einmal dieses oder jenes sagt. Also diese komplette Verunsicherung dadurch, dass ich nicht mehr weiß, was ist echt, was ist Duplikat. Also das ist das, was mich am allermeisten nervt da drin. Egal auf welcher Plattform. Ja, ganz herzlichen Dank an die Runde, an das Publikum. Es hat mir auch sehr viel Freude gemacht, sehr interessant, und wünsche allen noch weitere schöne Tage.